Wir bei Autogyro bauen Tragschrauber. Das ist wahrscheinlich so gar nicht bekannt. Ein Tragschrauber ist ein kleines Flugzeug, obwohl es einen Drehflügel hat. Ich bin der Gründer von Autogyro und heute in der technischen Entwicklung tätig. Der Tragschrauber fliegt ähnlich wie ein Hubschrauber mit einem Rotorsystem, aber verhält sich im Flug eigentlich wie ein Flächenflugzeug. Im Projekt Lilly entwickeln wir den Zwitter zwischen Flächenflugzeug und Tragschrauber. Dabei geht es darum, bessere Schnellflugeigenschaften zu erreichen und trotzdem die Kurzstartfähigkeit und die Eigenstabilität des Tragschraubers zu erhalten. Am Standort Hildesheim beschäftigen wir heute 160 Mitarbeiter, im Wesentlichen in der Produktion. Die Produktion heißt bei uns, 98% aller Teile entstehen hier, sowohl aus Zulassungsgründen als auch aus Verfügbarkeitsgründen. Das Ganze erstreckt sich über CNC-Drehen, Composite-Produktion, Schweißen, Lackieren, alles, was Sie brauchen, um das Luftfahrzeug zu bauen. Das heißt, wenn Sie sich Autogyro als Firma angucken, dann sind wir im Prinzip in mindestens fünf Bereiche aufgeteilt, die diese Produktion abdeckt. Ja, durch die EFRE-Förderung haben wir das Projekt Lilly überhaupt in Angriff genommen. Es ist technisch neuheitlich. Wir würden das aus eigener Kraft schlicht nicht können. Und genau dafür sind ja Förderprojekte auch da, Forschung, ein Stück weit Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Wir sehen uns durchaus in einer Vorreiterrolle. Wir haben immer technische Entwicklung vorangetrieben, haben Dinge gemacht, die es vorher nicht gab. Der Calidus zweisitzig geschlossen, der Cavalon zweisitzig nebeneinander. Wurde uns vorher gesagt, es geht technisch nicht. Wir haben gezeigt, es geht. Das werden wir auch bei der Lilly zeigen. Und insofern haben wir schon eine Vorreiterrolle in dem Markt, aber auch technisch in der Region. Wir gehen davon aus, dass die Lilly uns zukünftig genauso weiterbringen wird in Märkten, wie es in der Vergangenheit der Cavalon getan hat. Auch der E-Cavalon, ein gefördertes Projekt aus der Vergangenheit. Es geht immer darum, technische Entwicklung voranzutreiben und am Markt mit neuheitlichen Dingen zu kommen. Also ja, ich glaube, die Lilly ist wichtig für uns, in 3 bis 5 Jahren nach wie vor erfolgreich zu sein.